Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Grundlagen der Neurografik und zwar in diesem Fall die neurografische Linie. Wir sehen ja oder ihr seht ja im Hintergrund diese Linien auf diesen Zeichnungen, die ja doch sehr ungewöhnlich sind, sehr neu. Die Linie heißt auch die Piskarjowsche Linie nach dem Autor, dem Begründer der Neurografik, Dr. Pavel Piskarjow. Und wie wir so eine Linie zeichnen und was da alles passieren kann, das sehen wir gleich in diesem kleinen Video zusammen. Ich schalte dazu mal meine Kamera um, damit ihr mich beim Zeichnen beobachten könnt. Ich habe hier also mein DIN A4-Blatt, meine Stifte, die lege ich mal kurz zur Seite. Denn für die Linie brauchen wir nur einen Stift. Ich nehme heute einen schwarzen Feinliner. Das kann alles sein, Dicke zwischen 0,3 und 0,7 oder sogar 1 mm. Am Anfang ist es vielleicht ganz gut, sogar mit einem etwas dickeren Stift zu starten. Ich nehme hier jetzt einen Stift meiner Wahl und beginne mit der neurografischen Linie. Ganz wichtig bei der neurografischen Linie ist es ist eine Linie, die in jedem Abschnitt irgendwo anders hingeht, als ich es erwarte. Was bedeutet das jetzt? Normalerweise, wenn wir Linien zeichnen, wenn ich euch jetzt gebeten hätte, eine Linie zu zeichnen, die meisten meiner Teilnehmer machen dann irgendetwas wie so oder vielleicht so oder vielleicht sogar etwas in der Form. Wenn wir uns aber jetzt diese Linien anschauen, dann sind die sehr monoton, sehr stereotyp. Das heißt, das sind Linien, die kenne ich. Die habe ich immer schon so gemacht. Und vor allem, wenn ich mir jetzt zwei Bereiche auf so einer Linie anschaue, dann wiederholt sich das ständig. Und auch hier habe ich diese Wiederholungen drin. Auch in dieser gewellten, in dieser wellenförmigen Linie. Wenn ich mir jetzt aber diese neurografische Linie anschaue, dann kann ich alle Abschnitte miteinander vergleichen und kein Abschnitt wird dem anderen ähnlich sein. Und genau das ist ein Merkmal der neurografischen Linie. Das heißt, diese Linie, die verläuft über das Blatt und geht immer dahin, wo wir sie gerade nicht erwarten. Das macht auch diese Linie relativ schwer zu zeichnen. Am Anfang fällt es wirklich schwer, so eine Linie zu zeichnen, weil sie ja ganz anders ist als das, was wir bis jetzt immer gezeichnet haben. Sie wiederholt sich nicht, sie ist in jedem Abschnitt anders. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, ich bin normalerweise, wenn ich Linien gezeichnet habe, wie so auf einer Autobahn gefahren. Ich habe hier mein Startpunkt, dann fahre ich auf die Autobahn und ich bin schnell am Ende angelangt. Jetzt aber möchte ich Neues erfahren. Wir wollen ja mit der Neurografik neue Dinge erfahren. Das heißt, ich fahre runter von der Autobahn, auch gedanklich von meiner Gedankenautobahn und schaue mir die Landschaft an. Und da gibt es Kurven, da gibt es zum Teil auch Hindernisse, an denen ich vorbeifahren darf. Und dadurch sehe ich und entdecke ich immer mehr Neues. Und manchmal komme ich auf eine schon bekannte Straße zurück und manchmal biege ich dann wieder ab und empfinde wieder was Neues. Und diese Linie, die dürfen wir üben. Dr. Pavel Piskarjow sagt zum Beispiel, die Menge der Linien, die sie gezeichnet haben oder die ihr gezeichnet habt, die bestimmt die Qualität des Lebens. Denn diese Linien, die stehen nicht nur für jetzt, ich entdecke was Neues, ich zeichne einfach nur eine Linie auf dem Papier, sondern jede dieser Linien steht letztendlich für einen unserer Gedanken. Und wir wollen ja unser Denken immer flexibel halten. Wir wollen unser Denken verändern können. Wir wollen neue Dinge entdecken, neue Dinge denken. Und deswegen ist diese Linie eben so geschwungen, wie sie ist. Wenn ihr jetzt selbst diese Linie zeichnet, dann gibt es ein paar Hilfsmittel, um sich das einfacher zu machen.
Die Linie, die fängt immer direkt am Blattrand an. Die kommt aus dem irgendwo, fließt übers Blatt und dann geht sie auch wieder irgendwo hin. Das heißt, sie geht auch wirklich bis an den Blattrand. Und ihr merkt, diese Linie, die hat eine Tendenz, die will wirklich wieder nach draußen. Die hält sich nicht lange auf dem Papier. Die schlingt sich auch nicht auf dem Papier. Denkt vielleicht an einen Flusslauf oder einen Bachlauf, natürlich einen nicht begradigten Bachlauf, Gebirgsbach vielleicht. Der schlängelt sich so durch die Landschaft um kleine Steinchen rum. Aber der hat schon ein Ziel. Der will in dem Fall ja sogar vom Berg runter. Das heißt, da ist eine Tendenz. So könnt ihr euch auch vorstellen, hier ist so eine Art Magnet und da werdet ihr angezogen. Da wird die Linie angezogen. Die hat gar keine Möglichkeit, sich da lange auf dem Blatt aufzuhalten. Sie kann nicht geradeaus, weil so viele neue Dinge zu entdecken sind, aber sie möchte schon in die Richtung. Sie möchte nach rechts rüber, nach oben rauf, manchmal auch nach unten, aber sie hat eine Richtung. Es ist eine Richtung gegeben. Und diese Linie, die zeichnet ihr und übt euch darin. Und die werden immer leichter. Am Anfang, wie gesagt, ist es sehr, sehr schwer zum Teil, so eine Linie zu zeichnen, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wir verfallen gerne in Systeme, in Linien, in Gedankenmuster, die wir kennen, weil uns das einfach bekannt ist, weil uns das leicht fällt. Und deswegen lade ich euch ein, Linien zu üben und auch das Auge offen zu halten und zu schauen, wo in der Natur könnt ihr solche Art Linien entdecken. Und das kann zum Beispiel sein ein Bergpanorama, das kann zum Beispiel sein ein Flusslauf, wenn ihr den von oben betrachtet. Und das kann zum Beispiel sein Wellen, die ans Ufer kommen. Alle diese Naturphänomene erzeugen diese unregelmäßigen Linien, die wir hier in der Neurografik verwenden, um unser Denken zu verändern. Und wenn ihr dann einige Linien gezeichnet habt, dann schaut euch doch das nächste Video an, wo es um die Abrundungen geht. Danke euch und viel Spaß beim Zeichnen!